schuldigen Knast. So, das Ziel ist was? Generell Assassine werden und die Templer in Arsch treten, vermutlich mal. I drücke, um Adlerauge zu aktivieren. Das machen wir mal. Das sieht ja interessant aus. Sieht aus wie eine Blume. Ja, ich würde mal das Gegenstück suchen, guter Arno. Und das wird irgendwo sein, wahrscheinlich, ne? Wahrscheinlich der Eingang oder so. Paris! Steht Ihnen nun offen! Sie können die Stadt erkunden! Oder die nächste. Eine Einzelspielermission spielen, um Arnos Geschichte zu verfolgen. Ja, da sind wir da dabei. So, jetzt muss ich mal schauen. Gibt's hier so eine Art. Wie gesagt, ich muss kurz die Tasten gucken. Erinnerungen abgeschlossen. Okay. So, wie kann man das jetzt fortfahren? Maus 5. Okay. So, ich würde gerne mal was schauen. So. Fortschrittsanzeige, was sehen wir denn da? Schönes. Pariser Geschichten, bla 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 bla. So, ich schaue jetzt nur mal durch hier, Leute, weil... Wie weit geht's dann noch? Pariser Geschichten, Koop-Missionen, Einzelspieler-Missionen. Sequenz 2, schauen wir mal da rein. Oh, da lässt er mich nicht rein. Ah, mit Enter, okay. Achso, das sind die ganzen Dinge da. Gebäude, Basilikas, Artefakte. Was gibt's denn hier alles? Viele Truhen gibt's. Windmühle. Artefakte gibt's überall. Ja, das wird uns schon noch alles gesagt werden. Ich würde sagen, was soll man jetzt machen? Gibt's hier eine Karte? Jo! So, weiter raus kann ich nicht mehr zoomen. Wäre interessant, wie weit wir hier kommen. Also das sind die guten alten Aussichtspunkte, denke ich mal. Gibt's hier eine Legende, genau. So, oh, das ist aber ein bisschen groß. So, der Adler sind wahrscheinlich die Aussichtspunkte. Wo ist er denn? Der müsste irgendwo angeschrieben stehen. Ich bin nur ein bisschen unbeholfen, Leute. Aussichtspunkt, genau. Das ist eine Mission wahrscheinlich, oder? Aussichtspunkt. Muss immer wieder nachschauen hier. Einzelspielermission, genau. Sind aber viele Aussichtspunkte. Ich hoffe, das ist nicht ganz Paris. Irgendwie kommt mir das so klein vor hier, Leute. Das ist wahrscheinlich nur so eine kleine Abteilung. Falls es überhaupt Paris ist. Mir kommt das irgendwie so klein vor. Kann sein, dass ich mir jetzt nur irre. Aber, ja, werden wir sehen. So, wo sind wir? Wir sind wo? Das hier sind wir wahrscheinlich, ne? Gameplay Deluxe. So. Und was ist das da? Ein Geschäft. Und was ist das da? Pariser Geschichten. Okay. Hier ist eine Mission. Ich würde sagen, wir schalten mal diesen Turm hier frei. Wie markiere ich den jetzt? Markierung. Ups, nee. So. Wir gehen mal zu diesem Turm. Der ist markiert. Ist das die Markierung? Das kann nicht sein. So. Mal schauen, ob wir da jetzt drüber hüpfen können. Wuhu! Gerade noch. Wir gehen zu diesem Turm. Die Frage ist nur, wo ist der? Okay. Was soll ich hier? Was ist hier so komisch markiert, Leute? Das irritiert mich ein bisschen. 192 in die Richtung, also da bin ich verkehrt. Wieder zurück. So, in die Richtung müssen wir nämlich. Da komme ich aber... Ja, gut, da ist ein Seil. Das geht. Und los geht's. Auf da. So, wir müssen da rüber. Ups. Oh, man kann es auch kompliziert machen, Leute, ich weiß. So, wir klettern jetzt hier herum ein bisschen. Alle hopp! Schöner Jump. So, zack! Oh, wie er cool hüpft. Schön animiert. So, jetzt muss ich mal schauen. Das ist dieser Tower da oben wahrscheinlich. Das heißt, ich muss auf die Kirche. Scheiße, wie soll denn da rüberkommen? Wollt ihr mich verarschen? Da kommt wohl niemand rein. Da ist ein kleiner Aufstand. Ja, ja, ich könnte mal probieren von der anderen Seite. Aber bei dem Aufstand da unten, da, ich glaube, da halten wir uns lieber fair an. So, ich weiß auch schon wie. Hier bei dem Seil darüber. So. Und jetzt
leicht rechts, beziehungsweise darauf. So. Jetzt darüber. Sperrgebiet, ja, ja, ist ja alles recht. So, wir müssen darauf. So, kann ich darauf? Da geht's einmal rauf. Hallo, da geht's einmal rauf, habe ich gesagt. Geht's nicht drauf? Doch! So, geh mal, Arno, komm. Du nicht rumtrödeln. Wir müssen da auf die Turmspitze rauf. Ich vermute mal, das ist das da. Oder die da. Schau mal auf die Karte, das gibt's ja nicht. Das muss ja doch genau markiert sein. Ich habe daneben markiert. Das ist es. Warte mal, Markierung entfernen. So, jetzt ist das markiert. Das müsste helfen. Und es ist das da, sag ich doch. Also, vorwärts. Komm, Arno, du kommst drauf. Und ja. Sehr schön übrigens hier bis jetzt. So, jetzt gehen wir mal rauf und den ersten schönen... Wow, 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 wow! Puh, fast runtergeflogen. So, und den ersten schönen Ausblick werden wir jetzt einmal genießen mit einer schönen Synchronisation. Und ich fliege nicht gleich wieder runter. Ich bin schon mal von ganz unten runter. So, wir synchronisieren mal! Also, klein ist was anderes. Das läuft schon, Leute. Doch, klein ist es nicht. Ganz nett, ganz nett. Soll hier nicht... Ja, ich weiß nicht, das spielt zwar in der Vergangenheit, keine Ahnung, wann die den Eiffelturm gebaut haben, aber in dem das Paris ist, vielleicht steht er hier. Ich weiß nicht, wann die den gebaut haben. Ich schaue mir jetzt mal um. Ist doch ganz hübsch hier oben. Schöne Stadt, Leute. So, das haben wir synchronisiert. Wo ist er denn? Ah, so kann man das, okay. So, hier haben wir eine Mission, da hier haben wir Geschäfte. Geschäfte kann ich wahrscheinlich noch nicht übernehmen. Was ist das da? Nomad-Truhen? Das sagt mir jetzt nichts. Ich habe gehört, da kann man irgendwas mit dem Handy und so aufmachen. Das muss ich jetzt nicht. Hier gibt's kleinere Missionen. Also, Leute, mir wurde empfohlen, die erste Mission zu machen nach dem Gefängnis. Dann habe ich meine gute alte Ausrüstung. Und darum würde ich sagen, wir machen die mal. Ich markiere das Ziel. Und wir geben zu der Mission. Die ist da hinten. Die Frage ist nur, wie komme ich jetzt lebend wieder runter? Wo ist denn dieser Heusack? Da gibt es ja normal so einen Heusack, wo man runterhüpfen kann. Das ist das da wahrscheinlich. Jawohl. Wenn wir daneben hüpfen, dann haben wir einen Arsch offen. Jawohl, schön gelandet. So, das ist da drüben. Dann gehen wir über Sperrgebiet drüber. Das nenne ich jetzt mal Abkürzung einfach. Unverschämterweise nenne ich das mal Abkürzung. Meine Abkürzungen sind ja beliebt oder berühmt, aber das ist jetzt wirklich eine. So, dann sind wir hier mal. Wie komme ich da jetzt runter? Irgendwie müssen wir da runter. Wie geht das? Was markiert der da immer? Wie kommt man runter? Fallen lassen. Maus 5. Maus 5? Ah, okay. Ich kletter lieber. Fallen lassen. Ah, das ist nur ein Stück fallen lassen. Okay, gut. Jetzt müssen wir nämlich lernen, mit der Steuerung ein bisschen umgehen. Und wie gesagt, wir... Warte mal, da stand gerade was... Parkourlauf. Hä? Wie Parkourlauf vorwärts? Das ist einfach springen. Schreibt er mir hier Parkourlauf vorwärts? Komisch. Na, auf jeden Fall gehen wir zu der Mission da. Und zwar Sequenz 2, Erinnerung 2, die Wiedergeburt. Ich soll irgendwas kaufen. Also es wird uns empfohlen, das noch nicht zu machen. Das ist halt die Frage, soll man jetzt darauf hören? Irgendwie kommt man die Stadt so klein vor. Wenn man das so anschaut, ist das nicht so groß, Leute. Aber das täuscht vielleicht nur auf der Karte. Hier, wenn man reinzoomt, ist das natürlich schon ganz anders. Aber mir kommt es wirklich klein vor. Vielleicht täuscht es. So, es wird uns jedenfalls empfohlen, die Mission noch nicht zu machen. Ja, das ist so eine Sache. Ich gehe jetzt mal zu dem Geschäft und schauen wir sich mal hier um ein bisschen. Da geradeaus ist irgendwo ein Geschäft. Schauen wir sich das mal an, was da so gibt. Hallo! Hallo, my friend. Alles auffüllen. Gehen wir mal alles auffüllen. 60 haben wir. Wir haben nur 500. Kann man das Geschäft kaufen oder so? Geschäft. Kirschbombe. Zielpersonen werden für kurze Zeit zum
Aufschlagpunkt gelockt. Okay, das leuchtet ein. Medizin ist klar. Und Raucherbombe ist auch klar. Sonst haben wir eh nichts. Ja, da können wir nur unsere Sachen auffüllen im Geschäft. Sonst bringt uns das nichts. Also dann gehen wir jetzt zur Munition. Das sollte hinhauen. Was ist hier? So ein Zettel. Da oben. Ja, wie kriege ich der bitte? Das ist das da wahrscheinlich, ne? Was da so rumflattert, oder Leute? Jetzt ist weg. Bin ich blind, Leute? Gehen wir hier mal auf die Mauer. Ich sagte, gehen wir hier auf die Mauer. Danke, Anno. Ist das Flugblatt da oben, oder was? Was ist das für ein Zettel hier? Mal eine reinzoomen da. Jetzt ist der Zettel weg. Hier habe ich einen Zettel, der ist hinter mir. Ah, das ist das am Boden da. Okay, okay, okay. Ja, ja. Kann man das lesen oder so? Ja, ich glaube, das ist nur... Ah, sei doch mal ruhig, du! Das ist es, Journal Paris. Ja, sag ich doch, da gibt's was. So. Das ist irgendwas zum Sammeln wahrscheinlich. So, wir machen jetzt mal die erste Mission. Wie gesagt, wurde mir empfohlen. Dann sollten wir unsere Ausrüstung kriegen. Und dann schauen wir weiter. So, wie mache ich das jetzt? Maus 5. Oh, scheiß Wetter. Es regnet. Fick der Raum. Oder was war das? So, jetzt, ich gucke nochmal kurz auf die Karte. Wir sind noch immer hier in der Mitte. Da sollen wir hin. Das Innere von St. Chabel untersuchen. Na, dann auf geht's. Schauen wir mal unser Altauge ein. Das kann jetzt nicht schaden. Okay. Wo geht's rein? Hier? Nö, hier mit Sicherheit nicht. Hier mit Sicherheit auch nicht. Wo geht's denn da rein, bitte? Hier ist ein Scheißhaus. Da geht's rein, oder? Nö, auch nicht. Sag mal, wo ist denn der Eingang, Leute? Ernsthaft, wo geht's denn da jetzt rein? Komm, geh runter. Irgendwas läuft hier gerade. Ich geh jetzt mal rauf. Ne? Nach oben ist schon mir nie verkehrt. Das sieht aus, wie wenn er pfurzt. So, rauf. Rauf, habe ich gesagt. So. Ja, hier können wir irgendwie reingehen. Das Innere, ja. Da geht's nicht rein. Weiß nicht, wie wir da reinkommen, Leute. Normalerweise da ist der Eingang. Wie soll ich denn da hinkommen? Das ist keine gute Idee, glaube ich. Unter mir geht's da irgendwo rein. Aber das Volk ist ein bisschen angepisst hier. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht gerade, wie ich reinkomme. Hier ist was markiert. Ich hoffe, das ist jetzt nicht die Markierung hier. Markierung setzen, okay. Das ist sie nicht. Ich muss da hin, aber die Frage ist halt... Da stehen Wachen. Ich meine, irgendwie muss man ja da hin. Warte mal, da ist auch eine Markierung. Gehe ich lieber zur anderen Markierung. Schauen wir da rüber. Eine Alarmglocke, Gott. So, dann schauen wir sie mal um. Da war ich, glaube ich, vorher schon. Runter. 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 Oh, Sperrgebiet, toll. Runter. Runter. So, jetzt hau ich mir mal da rein, da habe ich meine Ruhe. Gut umschauen. Ups, falsche Taste. Sorry, Leute. So, ich muss mir jetzt mal ein bisschen umschauen hier, Leute, weil das geht so nicht. So, die Alarmglocke wäre nicht schlecht zu manipulieren. Nur zur Sicherheit. Manipulieren wir die, sabotieren. So, weil dann habe ich nicht Verstärkung, falls da einer kommt jetzt. So, kann man hier reingehen vielleicht? Irgendwie muss man da rein können. Ne. Hey, wie kommt man da rein? Geht's da rein? Ich glaube, wir sind jetzt eh schon mal rundherum gelaufen. Da musst du irgendwie reingehen, Mann. Hier, oder nicht? Ne.
Aber da war ich vorher schon. Das heißt, das bringt mir jetzt nicht viel hier. Geht's da oben rein oder was? Na, dann gehen wir nach oben. Hops. Komm, Arno, zeig, was du kannst. Oh, da geht's schon mal. Ja, da geht's rein. Das ist schon mal gut. Ein Stück runter. Ja, ich bin jetzt einmal rundherum, wie der größte Amateur, aber ja, wo soll man es denn wissen, ne? Wir gehen jetzt mal rein. Here I am. Diese Medaillon anfangen. Das ist eine gute Frage. Was machen wir jetzt hier? Das Innere untersuchen. Das ist eine gute Idee, aber wie? Wir sind jetzt drin. Ich denke doch, die meinen das hier. Oder irgendwas oben? Scheiße. Ich weiß im Moment nicht, wo ich hin soll, Leute. Was soll ich noch mit diesem Ist das hier? Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andi von Gameplay Deluxe. Tschüss.